Hallo Leute und willkommen zu Teil 2 der Aufbaureihe hier rund um die Ghostbusters Feuerwache. In Teil 1 haben wir quasi das Erdgeschoss schon fertiggestellt, aber ihr habt gesehen, ich war schon fleißig und habe weitergebaut, denn das Erdgeschoss war noch sehr, sehr kahl und leer und ich habe hier einiges an Interieur jetzt schon hier reingesetzt und das können wir uns direkt mal anschauen, würde ich sagen. Wir starten einmal hier ganz hinten in der Ecke. Ich nehme mal diesen Werkzeugschrank einmal raus, dann können wir den besser sehen. Also ein ganz normaler Werkzeugschrank an der Seite, jeweils irgendwelche Werkzeuge, Schrauben, Schlüssel, hier oben ein Bohrer, Radkreuz und wir können den auch nochmal öffnen. Auch da ist noch ein bisschen Werkzeug drin und das Ganze sitzt da hinten auf einer Jumperplate. Dadurch kann man es dann ja sehr leicht rein- und rausnehmen und das gilt jetzt hier ja, im Prinzip für fast alles. Nebendran sehen wir noch eine schöne kleine Lampe, die wurde auch noch da reingesetzt. Dann haben wir ja diese Dinger hier, keine Ahnung, das sollen wahrscheinlich irgendwelche Kisten oder sowas darstellen, würde ich mal sagen. Auf dem Boden, da liegen noch ein paar Zeitschriften rum, News und mehr kann man leider nicht lesen. Weiter hinten steht noch eine Kiste in der Ecke rum und dann haben wir hier, ja, das ist der Schreibtisch von Janine, also der Sekretärin und der ist echt schön. Ich nehme ihn auch mal raus, geht auch ganz einfach, denn, ja, ihr wisst schon, alles steht hier auf Jumperplates. Also, da haben wir den Schreibtisch von Janine mit einem Telefon, mit Aufkleber, nebendran ein Brief, der ist bedruckt, dann so eine kleine Lampe, die daran gebaut wurde und der Computer, da haben wir den Aufkleber als Monitor, den ich leider etwas versaut habe, der ist schief drauf. Die Tastatur dagegen, die ist wiederum gedruckt. Dann hier noch, keine Ahnung, der rote Alarmknopf und ein kleines Pflänzchen an der Seite. Und hier der Stuhl, der ist natürlich drehbar, ein Drehstuhl, wie sich das Ganze gehört. So sieht es von der Rückseite her aus. Also ein sehr, sehr schön gemachter Schreibtisch, den können wir auch nochmal hier reinsetzen. Dann haben wir hier eine, ja, wie nennt man das, so eine Theke, so eine Sperre. Hier kann man die Türen bewegen, um dann rechts und links jeweils dann rein und rausgehen zu können. Und das ist sehr schön gemacht. Und dahinter finden wir dann noch einen kleinen Schreibtisch, der ist aber im Vergleich zu dem hier relativ unspektakulär. Aber wir haben da noch eine schöne Zeitung drauf liegen, Brick. Und da geht es natürlich auch um die Ghostbusters. Und hier hinten haben wir nochmal einen kleinen Aktenschrank mit einem Radio drauf und irgendeinem Glas. Und ja, die Schubladen, die kann man öffnen. Ich komme jetzt da aber ganz, ganz schlecht dran. Mal schauen, ob ich den hier aufbekomme. Jawohl, da könnt ihr sehen, die Schubladen, die kann man natürlich nochmal öffnen und ausziehen. Ja, und soweit sind wir hier schon gekommen in unserem Innenausbau vom Erdgeschoss. Jetzt sind wir aber hier wirklich fertig, denn wir sind auf Seite 52 der Anleitung, Bauschritt 179. Und jetzt geht es hier offiziell mit dem ersten Stock los. Das heißt, wir brauchen Platten, Platten, Platten und werden dann den ersten Stock mal hier einziehen. Also, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die Anleitung, die ist ja noch ziemlich dick. Und ja, meine Teileanzahl, ihr könnt mal hier mit mir drüber schauen. Ja, da ist noch ein bisschen was. Also, legen wir los. Ich habe mich jetzt fleißig bis auf Seite 66 vorgebaut. Das ist das Ergebnis. Das ist der erste Stock unserer Ghostbusters Feuerwache. Sieht von hier aus noch relativ unspektakulär aus. So habe ich es auch die ganze Zeit gebaut, aber wenn man es dann mal dreht, jawohl, dann sieht man hier schon, dass wir die Fassade wunderbar gebaut haben. Also ein Teil davon, wie man es eben schon kennt. Noch schöner sieht man es hier von der Seite mit den Fenstern und der Fassade mit den roten und den grauen Steinen. Das sieht doch schon echt schön aus. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Auch hier die Transparentteile, die sind ganz in Ordnung. Schöne Fenster, schöne Fronten, lässt sich gut bauen. Und wo ich sehr glücklich drüber bin, ups, da ist was rausgefallen, das ist die Spüle. Die bauen wir gleich wieder ein. Wir haben das Ganze hier unten, ja, das ist keine eine große Platte, sondern ja mehrere kleine Platten. Und zwar solche hier. Die werden hier zusammengebaut und sie biegen sich zum Glück nicht auf. Also das Ding hier ist relativ, ihr seht es hier, relativ eben. Also da nur ganz wenig, dass es hoch steht. Das ist wirklich absolut im Rahmen. Und da habe ich so ein bisschen Bammel gehabt, dass sich da alles biegt und dass ich hier irgendwie so eine krumme Banane habe, wo ich drauf baue. Aber nee,
alles gut. Ich glaube, das hier wird auch die Küche im ersten Stock. Ihr seht, so sieht es jetzt hier von der anderen Seite aus. Hier kommt noch irgendwas hin. Lassen wir uns überraschen. Hier kommt noch irgendwas hin. Überall, wo wir Jumper Plates haben, kommen im Prinzip noch irgendwelche Möbelstücke hin. Oder hier dann eben die Fenster entsprechend. Aber hier, da haben wir schon die Küchenzeile vorgebaut. Und was hier eben rausgefallen ist, ist das Teil hier. Das ist die Spüle. Die kommt so rum und wird dann hier nur reingesteckt. Na, so, und dann haben wir hier eine schöne Spüle zum Abwaschen. Ja, also, so weit sind wir gekommen. Ein Teil vermisse ich leider, und zwar, ja, hier, eine 1x2er Fliese in diesem rötlich-braun oder in diesem Braunton. Ja, hier, das hier ist ein schöner Teppichboden, aber hier die eine Fliese, die fehlt mir noch und ich konnte sie bisher noch nicht ausmachen, aber ich schließe nicht aus, dass sie noch irgendwo hier in dem ganzen Kram drin steckt. Von daher noch kein offizielles Fehlteil. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Ich baue dann mal weiter, denn die Küche und, da kommt das Schlafzimmer rein. Spoiler, hier muss noch weiter gebaut werden. So, und los bitte. Der erste Stock hat deutlich an Form angenommen. Wir können ja mal hier durch die Fenster reinspinzen ins Schlafzimmer der Ghostbusters. Ja, also Fenster sind drin, die Inneneinrichtung ist auch schon komplett und die Fassade außen, die sieht mal richtig gut aus. Gefällt mir ausgesprochen gut. Da ist das Schlafzimmer, da ist ja Wohn- oder Esszimmer, nee, besser gesagt Esszimmer und Küche. Wohnzimmer ist da keins mit dabei. Und so sieht dann die Gesamtheit hier von außen aus. Ich drehe es mal ein bisschen um und wir schauen mal rein ins kleine Lego-Puppenhaus. Hier haben wir das Schlafzimmer und ja, hier die Lampe, die dort gebaut wurde, die liegt jetzt gerade noch, denn ich habe hier ein Steinchen, so einen braunen 1x2er, den habe ich bisher noch nicht gefunden. Deswegen habe ich die mal da hingelegt, aber die kommt dann normalerweise hier so dazwischen, die Lampe. So, und da steht sie dann und dabei noch die drei kleinen Betten der Ghostbusters. Und die sind ganz schnucklig gemacht, hier mit diesen gelben Slopes, einmal rechts, einmal links, in der Mitte noch eine lange Fliese, dann hier so ein Dreiecksteil und noch ein kleines Kopfteilchen dabei, hier an so einem Gelenk befestigt. Und dann kann man das Bettchen hier auf die Jumperplates draufstellen und das sieht doch echt nett aus. Kennt ihr noch die Szene, als Dan Aykroyd hier in seinem Bett liegt und ja, eine erotische Begegnung mit einem Geist hat? Eine interessante Szene. So, von innen sieht es so aus. Wir haben sogar hier, das finde ich noch ganz cool, Heizungsrohre, würde ich mal sagen, soll das darstellen. Nochmal hier drin. Und natürlich die sehr schönen Fenster, ausgesprochen schick. Dann gibt es hier noch die Tür. Wenn wir die öffnen, dann können wir hier direkt einmal rüberschwenken und landen in der Küche, ich würde mal sagen in der Wohnküche. Da gibt es auch noch einiges zu entdecken. Unter anderem, ja, hier dieser Spielautomat. Da haben wir leider viele Aufkleber. Oben ein Aufkleber, dann hier das Display. Dort spielen wir wohl irgendwas mit dem Marshmallow-Mann. Und dann hier unten die Kontrollpanels. Und das Ding kann man auch natürlich wie alles hier relativ leicht rausholen. Ist hier unten nur in die Noppen reingesteckt. Also eine sehr schöne Sache. Auch hier der Kamin. Den finde ich auch mal richtig schön mit einer kleinen Flamme, die da rauskommt. Und nochmal einem Schornstein, der hier oben bis in die Decke reingeht. Wunderbar. Hier nebendran, ich schätze mal, das soll Feuerholz in dem Fall hier darstellen, so ein Stapel Feuerholz. Und dann haben wir hier nochmal den Kühlschrank, den nehme ich aber mal raus, um euch den nochmal genauer zeigen zu können. Denn hier steckt einiges drin im Kühlschrank. Wir haben einen Aufkleber vorne drauf mit diesen ganzen Zettelchen, zwei Fächer, die wir öffnen können. An der Seite haben wir diese Langfliesen und hinten, ja, ist er eben unspektakulär. Und ich mache mal hier die Klappe Nummer 1 auf und darin liegt, hier kann man es sehen, ja, eine Pizza, eine alte Pizza wird das wohl darstellen. Und dann hier im Fach Nummer 2, auch da finden wir noch was. Und zwar, ja, hier so eine Milchtüte und hinten dran, na, ich muss es auskippen, da haben wir noch so ein Käsestück. Also das Gelbe hier soll dann wohl ein Käsestück darstellen. Also ein schöner Kühlschrank, der hier ebenfalls auf die Jumperplates aufgestellt wird und dann sitzt. Hier vorne der Tisch. Ah, übrigens, hier, ich habe ja beim Teppich hier das eine Steinchen hier vermisst. Ich habe es gefunden, also kein Fehlteil bisher. Dann haben wir hier die Stühle, die sind einfach nur draufgestellt, nirgends befestigt,
ganz rudimentär gebaut. Vier kleine Stühle. Ein bisschen schade, dass die dann hier so rumrutschen. Ich nehme mal gleich hier zwei Stück raus und wir schauen uns den Tisch an, der hier unten solche Kelche als Füße hat. Und dann hier wieder ein besonders schönes Gimmick. Das Ding hier ist ein Toaster. Ihr kennt noch Ghostbusters 2. Als sie diesen Schleim auch in den Toaster reinmachen, die Musik anmachen und der Toaster fängt an, sich zu bewegen und springt über den Tisch. Genau die Szene ist hier nachgestellt. Also wir haben hier ein Behältnis mit dem rosa Schleim und dann hier nebendran so eine kleine Rundfliese. Das ist der Schleim, der schon aus dem Toaster rausgequollen ist. Und hier an der Seite diese spiegelnden Flächen, das sind einmal rechts und einmal links dann Aufkleber. Also wieder sehr schöne Anspielungen und Reminiszenzen hier an den Film. Und wir schwenken mal um hier in Richtung Küche oder Küchenzeile. Und die ist auch mal richtig schön gemacht mit vielen, vielen kleinen Details. Ich gehe mal mit euch so nah ran, wie ich das hier hinbekomme. Wir haben hier einmal eine Kaffeekanne, dann dort einen Pizzakarton, also wahrscheinlich von der Pizza, die hier oben noch im Tiefkühlfach jetzt drin liegt. Und das ist ein Aufkleber hier, der Pizzakarton, aber sieht gut aus auf der weißen Fliese. Ich denke mal, das hier soll die Kaffeemaschine darstellen. Hier weiter oben haben wir solche Cola-Dosen obendrauf. Das sind bedruckte Rundfliesen, wo man auch die Öffnungen sieht. Auch das hier nebendran, die Cereals, also die Cornflakes. Auch das ist ein bedruckter Stein. Sieht von der Qualität her einfach tipptopp aus. Und daneben dran noch so ein paar durchsichtige Einmachgläser. Dann hier oben noch, ja, ich würde mal sagen, das würde ich als Tupper-Schalen bezeichnen. Dann noch eine normale weiße Schale und ein Topf. Und dann gehen wir weiter rüber. Dort haben wir den Herd und da steht eine Pfanne drauf. Nebendran noch mal hier eine Tasse, Dunstabzugshaube und der Abzug, der hier nach oben geht. Also viele, 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 wirklich viele kleine Details, die hier reingebaut werden. Und das macht beim Bauen schon richtig Freude, Freunde. Jawohl. Und gebaut habe ich jetzt hier schon 92 Seiten, Baustep 293. Und damit wäre der erste Stock zumindest auf der einen Seite so gut wie fertig. Als nächstes wird hier nochmal die Verstrebung eingezogen. Und dann ja, können wir auch schon gleich mit dem nächsten Teil weitermachen. Also wir haben noch genug vor uns. Es sind ja noch fast 100 Seiten, so 98, 97. Und ja, die Teileanzahl, sie hat sich schon deutlich reduziert. Ich konnte sogar schon zwei Schüsseln hier leer bauen, aber keine Sorge, da ist noch genug Material übrig. Von daher, jo, mache ich doch direkt mal weiter. Hier gibt es nochmal den Blick auf den Baufortschritt, Freunde. Dort tut sich jetzt wirklich einiges. Also der erste Stock, der ist schon fast fertig. Da hinten fehlt noch eine kleine Ecke. Wir gehen mal außen drum rum, dass ihr das in der Gänze sehen könnt. Vorderansicht, die Seitenansicht. Junge, das Ding ist schon echt langsam ein bisschen schwer. Übrigens, hier unten hat sich es ganz ordentlich runtergedrückt. Und auch hier, wo ich den ersten Stock aufgesetzt habe, steht nichts hoch. Also echt gute Qualität, da haben sie ja doch einiges verbessert. Die Rückseite ja ist und bleibt das hässliche Endline hier von dem Bau. Hier gibt es also nichts Schönes zu sehen, sondern eher hier Rohbauatmosphäre. Und dann hier die Seite, wo aufgeklappt wird. Auch hier unten die Bodenplatte hat sich ziemlich gelegt. Hier noch ein kleines bisschen, aber echt nicht der Rede wert. Super Qualität bisher und keine Fehlsteine auch bisher, also toi toi toi. So, ich klappe jetzt mal hier unser kleines Puppenhaus auf, einmal hier und einmal da unten. Den Bereich hier kennen wir ja schon, Küche, Schlafzimmer, was fehlt da noch? Essen, Schlafen, klar, das Badezimmer. Man muss ja auch mal auf die Toilette gehen und genau das habe ich jetzt hier noch gebaut. Ihr seht hier den Abschnitt mit dem Badezimmer und da ist alles dabei, was man braucht. Einmal hier die Dusche mit Duschgel und Warm-Kalt-Regler. Und da unten, das ist wahrscheinlich so eine Anti-Rutschmatte. Nebendran dann einmal das Toilettchen, einmal mit hier Spülkasten. Echt schön gemacht, dann hier die Klobrille. Und ja, irgendwie gibt es hier ein Schleimproblem, denn auch dort läuft Schleim aus dem Klo raus. Und wenn ich da mal reinschaue, ihr seht, da steht es schon drin, läuft hier über, hier in so eine Pfütze rein. Und dann hat man hier den Schleim ja schon im Badezimmer stehen. Hier haben wir noch einen Spiegel, in dem man ja sich nicht wirklich gut spiegeln kann. Und dann noch das Waschbecken und ein sehr schön schwarz-weiß gefliester Boden. Tja, und so weit sind wir dann gekommen. Ach nee, Moment, ich habe ja hier noch was gebaut und zwar hier oben die Querverstrebung. Das Ding hier, das wurde auch nochmal mit eingesetzt
und da hängen dann auch hier unten, da kann man sehen, die Lampen mit drunter. Es waren noch zwei, also die zweite, ja klar, die ist hier im Schlafzimmer, also da hinten. Und das macht jetzt hier schon einiges her, das Zimmerchen oder das Häuschen. Ich gehe mal ein bisschen zurück und man sieht schon, das wächst und gedeiht, aber wir sind dennoch gerade mal auf Seite, wo bin ich gelandet? Das heißt gerade mal auf Seite 107. Das heißt, wir haben noch 60, 70, 82 Seiten vor uns. Es ist noch einiges, aber ich kann euch sagen, wenn ihr vorhabt, das hier zu bauen, macht echt Spaß. Es macht richtig, richtig Freude aufgrund der vielen kleinen Details und Anspielungen an die Filme, die hier mit eingebaut wurden. Ein sehr schönes Set. Wirklich ausgesprochen schön. Für jeden Ghostbusters-Fan kann ich hier nur eine absolute Kaufempfehlung schon mal aussprechen, auch bevor ich hier fertig bin. Also, so sieht's aus, Freunde. So von oben. Und ich würde sagen, die Lücke hier, die müssen wir jetzt noch schließen und dann sehen wir uns gleich wieder. Als nächstes wird die Lücke hier geschlossen. Da habe ich mich aber jetzt deutlich getäuscht, denn es wurde ganz anders was gebaut. Und zwar haben wir jetzt schon mit dem zweiten Stockwerk hier angefangen. Und das wird das, Aufenthaltszimmer und Billardzimmer, wie es aussieht. Also den Bereich habe ich jetzt schon gebaut. Ihr seht, die Innenausstattung, die fehlt noch. Aber ansonsten sind wir schon relativ weit gekommen. Hier nochmal unsere typische Außenansicht. Und das hier, das sieht echt schön aus, aber nach einer Weile geht einem das schon so ein bisschen auf den Keks, hier immer diese Dinger zu machen, immer diese Seitennoppen und dann immer die Fliesen drauf, Fliesen drauf, Fliesen drauf, Fliesen drauf. Aber naja, ich sag mal, das Endergebnis, das entschädigt doch schon dafür, denn es sieht echt schick aus. So, von innen können wir auch schon einiges schauen. Wir haben hier zwei wunderschöne Teppichböden gebaut. Einmal den hier, hier kommt später der Billardtisch drauf. Und nochmal hier einen, da kommt, glaube ich, ein Tisch oder irgendwie sowas hin. Dann haben wir schon mal hier eine Dartscheibe an die Wand genagelt mit Leaderboard und einem Dart, der in der Wand drin steckt. Und das hier ist wieder ein Aufkleber, also die Dartscheibe nicht, die ist bedruckt, aber nebendran, das ist ein Aufkleber. Dann haben wir hier nochmal was und zwar eine Karte von New York, auch ein Aufkleber. Und drüben das New York Lincoln, keine Ahnung, was das genau sein soll, ist aber auch ein Aufkleber. Und dann haben wir hier schon mal die Billardkös an die Wand genagelt oder an die Wand geklippt, besser gesagt. So, und hier gibt es dann noch an der Seite, hier kann man sehen, ja, das ist so ein Regal mit irgendwelchen Gläsern drin und sowas, da in die Ecke reingequetscht. Und dann nochmal hier, das sieht sehr nach Technik aus, so nach, keine Ahnung, irgendwas Computermäßiges, würde ich mal sagen. Sehen wir vielleicht später noch, was da genau draus werden soll. So, auf jeden Fall, so weit sind wir gekommen und jetzt kommt der ganz interessante Teil, nämlich hier die Innenausstattung. Und ich bin schon gespannt, was Sie sich da wieder ausgedacht haben. Er war da, der Inneneinrichter. Schaut euch das mal an, wie viel hier reingebaut wurde. Und da sind echt schöne Sachen mit dabei. Wir fangen mal hier mit dem Billardtisch an. Ihr seht, hinten sind ja die Billardkös an der Wand. Hier haben wir den Billardtisch mit dem weißen, also der weißen Kugel, der schwarzen Kugel, die nicht einlochen so früh, ganz zum Schluss erst. Und dann auch hier den ganzen Löchern. Und ich zeige euch nochmal hier, wie das Ding aus der Nähe aussieht. Also echt schön gemacht. Man kann direkt erkennen, was hier mit gemeint ist. An der Seite ist das Ganze da ein bisschen verfliest, sodass es schön aussieht. Und von der Unterseite recht unspektakulär und wird dann eben hier auf die beiden kleinen Jumper Plates aufgesetzt. Also sehr, sehr schönes Teil. Der Billardtisch, der gefällt mir ausgesprochen gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir eine schöne kleine Lampe, die vom Fenster sitzt. Dann hier nochmal diese, ich weiß ja immer noch nicht genau, was das hier sein soll. Ich sage einfach mal Kartons mit irgendwelchem Kram. Und dann haben wir hier nochmal ja einen Computermonitor mit einem Aufkleber drauf. Und dort sehen wir, das ist aus Ghostbusters 1, diese Hunde, in die sich der Torwächter und der Schlüsselmeister, also Sigourney Weaver und Rick Moranis, dann verwandelt haben. Wieder mal eine schöne Anspielung. Dann gehen wir eins weiter und sehen hier,
Ja, ein ganz tolles Regal. Mensch, da ist die Flasche im Weg. So, da könnt ihr sehen, ganz tolles Regal. Unten mit einer Werkzeugkiste, dann irgendwelchen technischen Spielereien. Und das hier, das ist mal zur Abwechslung kein Aufkleber, sondern ein schöner Aufdruck. Hier auf dem Steinchen nebendran nochmal so ein Glas, wo irgendwas drin ist, ein orangenes. Oben nochmal ein Glas, da nochmal ein Behältnis und hier nochmal ein schöner, fetter Ghetto-Plaster. Ja, so war das damals. Dann gehen wir nochmal eine Etage, und ich quatsche eine Etage ein Stückchen weiter rüber. Hier nochmal ein kleines Regal gebaut mit irgendwelchen technischen Utensilien und Gefäßen, die da drin sind. Und ja, sieht einfach schön aus. Und dann wird es hier nochmal richtig interessant. Dafür muss ich hier mal kurz drehen. Wir haben einmal hier unten diese Kuppel, wo irgendwas drin ist. Sieht wieder aus wie der Schleim aus dem Badezimmer, den wir schon kennen. Und dann haben wir hier einen schönen Computer. Die Tastatur, die ist gedruckt. Und ja, wie man hier an dem schiefen Aufbringen sehen kann, der Monitor, der ist leider ein Aufkleber und ich habe ihn nicht gerade drauf bekommen. Aber wir sehen nochmal eine Anspielung an Ghostbusters 2, Vigo the Carpathian, also Vigo der Karpate. Da wird gerade nach dem ja, gegoogelt, wollte ich gerade sagen. Gab es damals schon Google? Auf jeden Fall im Internet recherchiert oder im Computer recherchiert. So, also eine echt schöne Einrichtung. Und da ist das Set hier ganz, ganz stark drin. Diese kleinen Details, die hier überall eingebaut wurden mit den Anspielungen. Ach so, ich habe ja noch was vergessen. Auf jeden Fall die Details mit den Anspielungen. Das macht schon beim Bauen total viel Spaß, wenn man plötzlich erkennt, ach ja, das ist ja hier aus dem Film, das Teilchen und das ist aus dem Film und hier noch eine Anspielung. Ist einfach schön, macht Spaß. Aber ich habe ja jetzt hier komplett den kleinen Tisch vergessen. Ein Tisch mit so einem Reagenzglas, wo natürlich auch wieder irgendwas Grünes, Schleimiges dann drin ist. Ja, sehr schönes Teil. Und wir haben nochmal eine Zeitung oben aufliegen. Und zwar natürlich Brick, die Ghostbusters. Da sieht man sie nochmal alle drei. Und das hier ist ein schöner Aufdruck. Also, wunderbar, tolle zweite Etage. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Und würde sagen, wir machen direkt mal weiter. So ganz fertig ist sie noch nicht, das muss ich noch sagen. Denn hier kommt jetzt noch diese Verstrebung oben wieder rein, wo auch die Lampen dann dranhängen. Und das geht dann los auf Seite 138 und bei Bauschritt 431 der Anleitung. So, also da gibt es noch einiges zu tun. Wir sind dann ja etwa noch 50 Seiten von der Vollendung entfernt. Und das, Freunde, werdet ihr im dritten Teil sehen. Denn der zweite Teil hier ist soweit vorüber. Im dritten Teil bringen wir das Ganze zu Ende. Da hinten steht sie, die Feuerwache. Und dann ja, sehen wir mal, wie das Ding in Vollendung dann nachher aussehen wird und schauen uns alles nochmal ganz in Ruhe an. Also schaltet wieder ein zu Teil 3, also quasi Ghostbusters 3, den wir nie richtig hatten. Aber nächstes Jahr kommt er, ich freue mich schon. Ich quatsch zu viel. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.